Oh, die Blume. Verdammt. Jetzt sagt er Bart. Beende den ersten Akt. Aha. Akt 2. Oh nein. Die Pflanze ist hinüber. Tut mir leid, mein Freund. Hätte ich dich mal lieber von der Fensterbank genommen. Ich hoffe, Pina verkauft mir eine neue. Ich räume dich lieber weg. Du sollst nicht den ganzen Tag hier liegen bleiben. Außerdem weiß ich nicht, wie sehr sich Blumenerde Parkettboden vertragen. Alles sauber. Fühlt sich leer an ohne die Blume. Das war ja mal eine wilde Nacht. Es hat scheinbar wirklich ganz schön gestürmt. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Wäre nicht das erste Mal, dass mir der Kinn davonläuft. Ich hoffe, dem Walross geht's gut. Das Fenster ist hinüber. Was ist passiert? Ich glaube, dass ein Ast abgebrochen und gegen das Fenster geflogen ist. Jetzt muss ich mir erst mal einen Besen besorgen. Das sieht ja übel aus. Lauf mal hier in die Richtung. Hey Frauke, bei dem Wetter sitzt du hier? Es gibt kein schlechtes Wetter. Hier innen ist der Herbst meistens grau und matschig. Es gibt viele Länder, die feiern, wenn das Wetter und Wasser vom Himmel fällt. Aber viele Dinge haben ihre Schattenseiten. Dieses Wetter auch. Eben, es ist kalt, man wird nass. Nein, das meine ich nicht. Aber mein Frühstück wurde heute Morgen in den Fluss gepustet. Dabei habe ich mich so auf mein Tomatenbrot gefreut. Es tut mir leid, ich habe leider auch kein Frühstück dabei. Es ist schon in Ordnung. Dinge kommen und gehen. Es bringt ja auch nichts, über ein durchnässtes Tomatenbrot zu weinen. Morgen mache ich mir dafür zwei. So. Ich setze mich an den Fluss. Wie jeden Tag. Mit zwei leckeren Tomatenbroten. Frührentnerin zu sein, hat seine Vorzüge, abgesehen vom Geld. Aber hier am Fluss zu sitzen, kostet ja nichts. Warum hast du dich denn an deinen Fluss gesetzt? Deinen Patientenfluss? Weil es sich gut anfühlt, helfen zu können. Wenn es den Leuten um dich herum besser geht, dann geht es dir auch besser. Genau. Und wenn es dir besser geht, ist es leichter für dich, dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht. Ja, schon. Ich glaube, ich sollte mich nicht zu sehr stressen lassen. Auch nicht von Dr. Kokoski. Meinst du? Ja, eindeutig. Wow, Flussgedanken. Flussgedanken. Können wir hier weiter? Hallo, ist hier jemand? Was tun Sie hier? Gehören Sie auch zum Zirkel? Zum Zirkel? Vergessen Sie es. Es gibt keinen Zirkel. Wir stehen nur hier, um uns vor dem Regen zu schützen. Sie sollten nun gehen. Eine geheimnisvolle Sekte hier drin. Im Dunkeln. Ich hoffe wirklich dem. Ich habe den Namen wieder vergessen. Dem Bettler hier geht's gut. Ganz schönes Lüftchen letzte Nacht hier.
Absolut, mein Fenster wurde vom Sturm aufgestoßen. Hab mich ziemlich erschrocken, denn er hat meine Zimmerpflanze erwischt. Oh, das tut mir leid, aber zum Glück keinen größeren Schäden. Heute Morgen mussten schon ein paar Kinder leer geblutet werden. Und das ist St. Ursula. Eieiei. Was ist damit? Hast du es noch nicht gehört? Das halbe Krankenhaus wurde vom Regensturm gestern mitgerissen. So ein riesiger Radau gemacht haben. Dasselbe Krankenhaus, sagst du? Ja, mindestens. Das heißt, wenn ich jetzt weitergehe, werde ich 50% des Krankenhauses vorfinden. Okay, vielleicht ist es nicht komplett halb weg. Aber irgendwas ist passiert, das weiß ich sicher. Wirklich? Was ist denn passiert? Keine Ahnung, hab's nur aufgeschnappt. Konnte nur nicht gucken gehen. Dann beeile ich mich mal. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Nicht, dass wir dann durchs Krankenhaus schwimmen müssen. Oh, da ist unser Walross. Alfio, schön dich zu sehen. Dachte schon, dir ist was passiert. Es war mal ein Sturm, wie? Und ob, ich bin wach geworden, als mir ein Ast ins Gesicht geweht wurde. Das ist wichtig. Von meinen Socken kannst du schweigen. Ich habe nur ein trockenes Paar. Der Rest hängt gerade über meinem Zaun. Hauptsache dir geht's gut. Ich habe schon schlimmere Nächte hinter mir. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen, aber gönne mir gleich einen heißen Kaffee. Das Prasseln des Regens ist ja irgendwie auch beruhigend. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht erkälten, okay? Wird gemacht. Du musst zur Arbeit, nehme ich an. Der Bus kommt bestimmt gleich. Jep, ich nehme den Bus. Dann wünsche ich dir mal einen produktiven Tag. Ich werde es heute eher ruhig angehen lassen. Mal schauen, was im Krankenhaus los ist. Oha. Ganz schön dicker Klopper. Da brauchen wir eine große Maschine. Und ich bin ein bisschen, die Verletzungsgefahr besteht nach wie vor. Ja, bin dabei. Ich rufe die Kollegen an. Wir müssen das so schnell wie möglich beseitigen. Sie da vor. Wann denken Sie, kann ich mit einer Räumung rechnen? Räumung? Ich weiß nichts von einer Räumung. Ich soll hier erstmal nur den Schaden bewerten. Oh je. Was treibst du hier draußen? Rudi, was machst du hier? Was? Ich bin nicht Rudi, ich bin Olli. Oh, entschuldige, was machst du hier, Olli? Du sollst ins Bett. Ich wollte nur mal gucken, was hier los ist. Gucken Sie sich das doch mal an, Doc. Voll heftig. Trotzdem, bist noch ansteckend. Okay. Wollen Sie vorher noch ein Geheimnis wissen? Was denn? Ich bin gar nicht Olli, hahaha. Ab aufs Zimmer, verdammt! Ansteckend hier unterwegs durchs ganze Krankenhaus. Was soll denn der Mist? Was ein Glück! Im Snackautomaten ist nichts passiert. Wobei der ist so massiv, der wird uns alle inklusive dem Gebäude überleben. Und sein Inhalt wird auf ewig auf diesem Planeten konserviert sein. Hast du Matsch in der Ohrmuschel? Es gibt eine Vollversammlung in der Cafeteria. Bin ja schon auf dem Weg. Dann wollen wir mal. Aha.
wenn sie wirklich alle anwesend. Ich hatte noch nie eine Vollversammlung hier. Muss was Wichtiges sein. Hoffentlich geht es den Leuten auf der Station gut. Weißt du, was hier los ist? Nee, kein besseren Schimmer. Es gab bisher nur eine Vollversammlung, seit ich hier arbeite. Da ging es um das verschwundene Bein. Das was? Ach, witzige Geschichte. Die Chirurgie hat's verbasselt. Hat einem Patienten mal ein Bein abgenommen. Klingt übel. Aber was war das Problem? Es war das falsche Bein. Oh. Und dann sollte es schon entsorgt werden. Die Pflegekraft hat es gerade noch vor der Mülltonne gerettet. Man konnte es dem Patienten wieder anbringen. Aber der Heilungsprozess war kein Spaß. Und die Kosten für das Krankenhaus enorm. Seitdem markieren wir die linke und die rechte Seite mit einem Filzstift, bevor die OP losgeht. Eine simple Maßnahme, die die teure Feder vermeidet. Uff. Gep. Herr G. Ich wäre gern wieder im Labor. Ich habe die nicht den ganzen Tag Zeit. Ich hoffe, Dr. Theobald hat eine gute Entschuldigung. Wie denkt ihr über die Ansprache von Herrn Heidrich? Wie sollen wir darüber denken? Genau wie? Wir sind eh im Gebäude. Uns wird nicht die Decke auf den Kopf fallen. Genau, hier. Außerdem wollen wir mit dem ganzen Geschäftskram nichts zu tun haben. Krankenwagen fahren, das können wir. Das machen wir gerne. Immer Vollgas. Was soll das hier? Ich kann so nicht arbeiten. Meine Gäste wollen dich essen. Guten Morgen, Mia. Finny, du bist noch heile. Das freut mich. Ja, leider hat meine Zimmerpflanze den Sturm nicht überlebt. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, sonst ist alles trocken geblieben. Hast du eine Ahnung, warum wir uns hier versammeln sollen? Ich denke mal, es geht um die Sturmschäden. Hast du die großen Brocken draußen liegen sehen? Ja, meinst du, deswegen rufen sie so eine Versammlung aus? Sollen wir zusammen die Steine wegtragen? Vielleicht, hoffentlich ist nicht noch etwas Schlimmeres passiert. Es könnte sein, dass das Gebäude einstürzt. Denkst du nicht, dass dieses Treffen dann eher draußen stattfinden würde? Auch wieder wahr. Hehe. Sehr geehrte Belegschaft, dürfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Oh, ich glaube, es geht los. Ist ganz schlecht. Ach, das wird schon nichts Schlimmes sein. Lass uns näher rangehen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich werde mich kurz fassen, da mir bewusst ist, dass wir alle viel zu tun haben. Zunächst möchte ich die Abwesenheit von Dr. Theobald entschuldigen. Es ist heute bereits viel passiert. Und unser Chefarzt muss einige Dinge regieren. Darum spreche ich heute auch in seinem Namen. Wie Sie vermutlich bemerkt haben, sind vergangene Nacht Unregelmäßigkeiten am Krankenhausgebäude entstanden. Ebenso sind bereits besorgte Stimmen zu mir vorgedrungen. Ich möchte Ihnen jedoch an dieser Stelle versichern, dass der Schaden keine Gefahr für das Gebäude oder Personen darstellt. Ich habe bereits eine Prüfung erhalten und der Schaden ist nur oberflächlich. Alles also halb so wild, nicht? Dennoch wird dieser Vorfall die Augen und Ohren der Stadt wieder mal auf uns richten. Das St. Ursula ist in den letzten Monaten wiederholt, zumal zu Unrecht in die Kritik geraten. Dieser Vorfall, so klein er auch sein mag, könnte die Wut der Kritisierenden anheizen. Darum bitte ich Sie ausdrücklich im Namen des gesamten St. Ursula, wenn Sie von einer Person oder gar in der Presse auf den Schaden angesprochen werden, behalten Sie sich zurück und kommen Sie als erstes zu uns. In solchen Zeiten ist eine klare und eindeutige Außenkommunikation unabdingbar.
Wir beantworten gerne bei Zeiten all Ihre Fragen. Nun sollten wir uns aber wieder an die Arbeit machen. Ich habe Ihnen allen bereits genug Zeit gestohlen. Und diese sollten Sie lieber auf die Kranken verwenden. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, nicht wahr? Ah ja. Wie denkst du darüber, Karl? Absoluter Schwachsinn. So viel Theater um nichts. Und wir dürfen die Zeit, verlorene Zeit jetzt wieder nachholen. Wir sehen uns gleich oben, Kleiner. Alles okay, Mia? Versteht die Ansage irgendwie nicht so ganz. Das Krankenhaus kann doch nichts für den Sturm. Wir sollten endlich mit der Schicht beginnen. Leider wartet unsere Station auf uns. Ja, da wird aber ein bisschen was, da wird ein bisschen mehr hinter sein. Die Pelikan-Dame. Finde ich auch großartig. Da wird ein bisschen was hinterstecken. Wir haben es ja schon erlebt, oben die 5. Etage, die ja da eingebrochen ist, da ist ein bisschen was. Da ist die Kritik vielleicht berechtigt. An mancher Stelle. Dr. Kuchowski, da sind Sie ja. Wo soll ich denn sonst sein? Ich leite schließlich diese Station. Naja, ich habe Sie bei der Vollversammlung nicht gesehen. Die Person hier so lange unbetreut lassen? Ich habe heute Morgen bereits mit Dr. Theobald gesprochen. Ich weiß also Bescheid und ich bitte Sie, sich an die Verordnung zu halten. Wir sollen dabei helfen, dass wir hier in Ruhe unsere Arbeit tun können. Apropos Arbeit. Ich habe Ihre Akte aktualisiert. Ich wünsche Ihnen eine produktive Schicht. So, auf geht's. Habe ich mir schon so gedacht. Oder 203. Hey Rudi, wie geht's uns heute? Was macht die fahrlässige, selbstverschuldete Lebensmittelvergiftung? Mir geht's schon besser, habe aber fast wieder abgegöbelt. Als heute Nacht das Krankenhaus gewackelt hat. Kannst du leise sein, bitte, mein Kopf? Ist nur neidisch, weil ich schon wieder fit bin. Ich sag's Ihnen, Doc. Das war wie ein Erdbeben. Alle sind aus ihren Betten raus und haben geguckt, was da draußen los ist, als das Dach runtergekommen ist. Das war übel. Das glaube ich. Gut, dass es dir jetzt nicht mehr so übel ist. Voll, jeje. Ich habe sogar heute Morgen schon gefrühstückt. Das klingt gut. Bleib trotzdem noch ruhig in euren Betten. Klar, ist nur hart, langweilig irgendwie. Ich will schlafen. Dann gucken wir uns doch mal deinen Wert an. Ich denke, wir können die Medikation schon anpassen. Heftig gut. Medikation. Bauen grün. Bauen minus bei rot. Ich baue plus bei. Bei Blau haben wir jetzt und mehr Orange.
So wird das nichts. Hier ran schon mal voll. Blau haben wir zu viel. Wir stopfen ihn ja mit der Tabletten voll. Wird schon passen. Wir haben beschlossen. Sehr schön, die Bakterien haben wir im Griff. Dann bekommst du noch ein paar Medikamente. Hier ein Stapel. Aber ich denke, du kannst morgen schon nach Hause gehen. Von dir geht auch keine Ansteckungsgefahr mehr aus. Wenn du in den nächsten Wochen keinen Unsinn erstellst, bist du bald wieder topfit. Ja, ich bin viel stärker als die bescheuerten Schickeln. Das gehört, Olli. Ich habe schon wieder gewonnen. Hehe. Lass mich, okay? Schau mir Olli mal an. Falte dich ruhig und versuche nochmal zu schlafen. Wird gemacht. Alles in Ordnung. Mir ist so übel. Ich kann nichts drin behalten. Mein Kopf und mein Bauch tun unglaublich weh. Das klingt nicht so. Du klingst nicht so gut. Ich gebe dir mal dieselbe Spritze wie gestern, okay? Aber drücken wir die Schigellen deutlich runter. Klar. Machen Sie, was Sie können. So, mal schauen. Oh je. Nicht so wackeln. Mir tut alles weh. Sieht so aus, als hätten sie die Schigellen, sich die Schigellen bei dir noch nicht zurückgebildet. Der Körper kämpft gerade dagegen an. Aua. Jetzt mach kein Drama, Odinator. Odi. Der macht kein Drama, dein Bruder wird hier bleiben müssen, bis sich seine Werte verbessern. Aber ruh dich aus, Odi. Versuch zu schlafen. Später wirst du nochmal durchgecheckt, okay? Okay. Dann gehen wir mal zu unserer alten Patientin. Das sind so Geschichten, Omi. Hallo, Findi. Hatten Sie ein schönes Wochenende? Danke, ja, ein bisschen stürmisch. Wie gefällt Ihnen das neue Zimmer? Den Wasserfall vermisse ich ja etwas. Da regnet es jetzt Backsteine vor meinem Fenster. Das muss der Sturm gewesen sein. Seltsam, dass bei Sonnenschein einfach Wasser von der Decke tropft. Das Gebäude bei dem Sturm aber recht trocken bleibt, nicht? Ja, irgendwie ironisch, oder? Wissen Sie vielleicht, ob es im Krankenhaus Hausstaubtrolle gibt? Hausstaubtrolle? Noch nie davon gehört. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, erkläre ich Sie gerne auf. Klar, warum nicht? Oh, in Ordnung. Dann lassen Sie mich Ihnen von der stürmischsten Nacht meines Lebens berichten. Ah, schon wieder eine Geschichte. Es begab sich in einer stürmischen Herbstnacht. Es regnete wie aus Eimern und alles, was nicht festgebunden war, flog durch die Luft. Der kleine Giamu war noch mit Gilbert im Gasthaus. Ich konnte nur hoffen, dass es den beiden gut ging. Ich war allein zu Hause und nagelte Bretter vor die Fenster. Das ganze Haus wackelte, aber ich habe gesichert, was ich sichern konnte.
Unsere Porzellanwindmühlen gehörten nicht dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, waren sie wirklich hässlich. Ich machte das Beste daraus. Ich feuerte den Herd an und kochte mir das Einzige, was in so einer stürmischen Nacht hilft. Den heißen Zimtkakao mit Mandelkruste. Ich rollte mich in eine Decke ein und machte es mir auf meinen Lieblingssessel bequem. Plötzlich rumpelte das gesamte Haus und mir fielen Büsche Zweige auf den Kopf. Ich wollte den Büschel gerade in den Müll werfen, als ich leise Stimmen hörte. Hey, was tust du da? Die wollen unser Haus in den Müll werfen. Was fällt dir ein? Rief es. Die Geräusche kamen aus dem Büschel. In ihm lebte ein kleines Wesen. Die stellen sich selbst als Hausstaub-Trolle vor. Sie heißen so, weil sie gerne Hausstaub sammelten und daraus Kleidung und Decken nähten. Wir unterhielten uns eine Weile. Leider war ihr Zuhause beschädigt und sie baten mich, es zu reparieren. Ich hatte nicht viel zur Hand, aber die Kleinen bemerkten die kaputte Windmühle. Die ist hässlich, Ding, fragte ich, aber die Trolle mochten sie. Ich klebte die Teile also wieder zusammen und stellte sie im Flur auf. Die Trolle waren außer sich und feierten die ganze Nacht, bis der Sturm sich legte. Und wissen Sie was? Seitdem musste ich nie wieder Staub wischen. Das erledigten seitdem die Hausstaubtrolle für mich. Und ich habe mich sogar durchgerungen, eine zweite mit mir zu kaufen und ins Gebirge zu stellen. Ich habe viel Zeit in meinem Leben dadurch gespart. Zeit, die ich voll und ganz in meinem Sessel verbracht habe. Eingerollt in einen Decker und mit einem heißen Zimtkakao. Es gibt einfach nichts Besseres. Ich könnte auch Hausstaubtrolle bei mir einziehen lassen. Oh ja, die bräuchte man. Das würde sehr helfen. Ich weiß leider nicht, was man genau tun muss, damit sie in einem Haus einziehen. Es passiert einfach. Meint sie, Gregor Glendower weiß darüber Bescheid? Ja, ich weiß es sogar. Als ich noch jung war, war es seine Lieblingsgeschichte. Hehe. Wollen wir uns mal ihre Lunge ansehen? Ich hatte gehofft, sie mit einer Geschichte genug fesseln zu können, damit sie die Arbeit vergessen. Aber ich komme wohl nicht darum. Außerdem bin ich etwas erschöpft und würde gern etwas die Augen ausruhen. Dann werde ich mich beeilen. Oha. Wie war das nochmal? Oha. Das wird jetzt kompliziert. Oha, oha, oha. Na, das war ja nicht so gut. Tut mir leid, daraus kann ich nichts ableiten. Vielleicht geht es Ihnen ja morgen schon besser, wie immer. Bettruhe ist jetzt das A und O. Hören Sie, lassen Sie mich das Antibiotikum seine Wirkung tun. Also ich würde ja lieber in Bewegung bleiben. Ich weiß, tun Sie mir bitte trotzdem den Gefallen. Und Sie müssen viel trinken, damit Ihre Schleimhäute sich gegen die Bakterien verteidigen können. Verstanden. Versuchen Sie nach der stürmischen Nacht jetzt am besten etwas zu schlafen. Wenn mein Sohn da war, lege ich mich gleich aufs Ohr, versprochen. Gestern hat er es wohl nicht geschafft, vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, dass er bald kommt. Und machen Sie sich keine Sorgen, Sie kommen bald wieder auf die Beine. Ja bitte? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ist mir ein bisschen unangenehm.
Muss gar nichts unangenehm sein. Ich glaube, das Müsli heute Morgen ist mir nicht gut bekommen. Ich musste mich leider übergeben. Tut mir sehr leid. Das passiert hier täglich. Keine Sorgen. Brauchen Sie etwas? Ich weiß nicht. Ich versuche nochmal die Augen zuzumachen. Nach dem Frühstück bin ich immer so müde. Thank you.